das ist Baphomet. Aha. Okay, Truhen scheinen allgemein ein bisschen irre zu sein. Ich habe nachgeforscht. Ein uralter Kult. Gleich hier. Es ist alles dort auf dem Tisch. Zusammengefasste Erkenntnisse der mittelalterlichen Inquisition zum Templerorden 1307. Ja, es ist unsere tief empfundene Überzeugung, dass die Großmeister des Templerordens den Baphomet verehrten und ihre Novizen anwiesen, ihn ebenfalls zu verehren. Ja, es gab in der Vergangenheit und es mag auch in der Gegenwart noch Versammlungen geben, in denen diese Gestalt mit dem Kopf einer Ziege vorsteht. Auf einem Thron sitzend und gekrönt mit einer brennenden Fackel zwischen den Hörnern. Und das heißt, den Kult des Baphomet finden. Klar doch. Ah, was für eine Freude, euch heute hier zu treffen. Im Prinzip sind diese Extremisten genauso wie Twitter-Nutzer. Du musst nur vor ihnen langlaufen und sie finden schon irgendwas, weswegen sie sich umbringen wollen. Was soll ich denn hier bitte interagieren? Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir überantworten das Leben unserer Geliebten. Viele attraktive Frauen. Was habe ich nicht geträumt? Letztes Jahr habe Entschuldigt, ich ging davon aus, es gibt euch nur. Letztes Jahr haben sie das rituelle Opfer versaut. Diesmal habe ich dafür gesorgt, dass das Messer scharf ist. Dies Jahr habe ich das rituelle Opfer übernommen. Ich bin besorgt, dass sich so viele Templer unserer Gemeinschaft anschließen. Sie nehmen schon Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Ich sehe da kein Problem. Die Templer arbeiten seit Jahrhunderten mit uns. Im
Und nun lasst es uns wieder herausfinden. Was war denn das? Woran erkennt ihr das unter den albernen Masken? Dein Glück. Okay. Hier gibt es teilweise sehr seltsame Sachen. Dann würde ich mal sagen, wieder zurück zu unserer kleinen Villa. Da müsste ja mittlerweile genug Zeug rumgekommen sein. Es regnet, glaube ich. Vielleicht auch nicht, es ist einfach nur Nacht. Arbeit in der Geisterstunde. Dann arbeitet weiter. Wobei ich noch mal kurz das Geld aufladen werde. Moment. So. Wäre das erstmal erledigt. Ein bisschen Geld mehr, ein bisschen Ausrüstung mehr. Wir sind mittlerweile schon ein bisschen modischer geworden. Liegt daran, dass mir nur noch eine dieser dummen Korkaden fehlt, die wir erst viel später bekommen. Genauso wie mir nur noch eins dieser Schilde fehlt, die mir hier rumstehen. Ich würde sagen, das Phantom ist fast komplett. Die braucht nur noch eine andere Kapuze. Aber die ist hinter etwas versteckt. Huch. Ich gehe mal kurz einen Dieb aufhalten. Da läuft ein Dieb. Oh nein, wie kann er nur? Komm zurück, Dieb. Ich werde dich auseinandernehmen, du dreckiger Schuft. Lasse dir das eine Lehre sein. Hey Bruder, wer ist hier ein Bruder? Mein Bruder ist nicht da. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht großartig anders aussehen als vorher. Ja doch, wahrscheinlich sieht er jetzt viel mehr rot als vorher. Weil das sind alles Kisten, die ich nicht aufkriege, beziehungsweise die meisten davon.
Ein paar davon kriege ich bestimmt auf, aber habt ihr gesehen, Schlossknacken bringt es gerade noch nicht so richtig, bevor ich die letzte Stufe ausgebaut habe. Das hier ist die letzte Kokarde, die uns fehlt, da komme ich einfach nicht ran. Und hierfür brauche ich ein höheres Schlossknacken. Ich weiß nur nicht mehr was. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein paar kleine Nebenaufgaben weiter. Ich glaube, die konnte man sogar ziemlich cool einfach von hier aus anpacken. Wo waren das? Fortschrittsanzeige? Ja. Pariser Geschichten, mysteriösen... Oh, die würde ich gerade so gern weitermachen, die mysteriösen Mordfälle. Wir können jetzt hier nicht ewig Sherlock Holmes spielen. In Ermangelung von Mitteln. Ja, das verfolge ich mal nach, diese Quest. Also dann arbeiten wir mal ein paar dieser Begleitmissionen ab. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen Geld, um uns ein bisschen Zeug zu besorgen. Dann kann es auch langsam weitergehen. So, markiert habe ich's? Ja. Encore. Ich muss mal gucken bei diesen Missionen, ob ich die jetzt hier mache oder woanders. Komm her, du feiger Bastard! Los! Hey, mach keine Dummheiten! Was? Dummheiten würde mir nie in den Sinn kommen. Ey, ich war noch in der Animation, da kannst du mich nicht einfach schlagen. Was? Nein, ich werde nicht Epicass hier. Ach so, die haben ihre Truhe bewacht, die ich gar nicht aufmachen kann. Das tut mir natürlich leid. Wir haben trotzdem jemanden... Ne, der lebt noch. Waren die das überhaupt oder hast du dich selber abgeschossen? Mit der Buddel daneben bin ich mir nicht so ganz so sicher. So, ich wollte gerade darüber. Wie weit ist denn das Ding weg? 150 Meter? 190 Meter? 80? 70? Wir kommen näher. Oh, die ganzen Nostradamus-Rätsel habe ich auch mal gemacht, weil die im Let's Play vergiss es. Vergiss es einfach. Das... Nee. 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 Eins von denen war relativ einfach. Der Rest, den konntest du total in die Tonne treten. Ich meine, ich hatte ja die Theorie, dass man das, wo man hin muss, sehen kann von dem Ort, wo man ist, aber... es gab teilweise... immer mehrere Orte, die auf die Beschreibung zugepasst haben. Vor allem, wenn ich die Beschreibung falsch interpretiert habe, bin ich dann im komplett falschen Ort rumgerannt und es ist einfach nichts passiert. Ich habe das Internet aufgerufen und mich gefragt, wie ich jetzt diese Glyphe einsammeln kann, weil er mir einfach nicht angeboten hat, damit zu interagieren. Dabei war es die ganze Zeit über die falsche Glyphe. Heißt, ich finde einen Ort, aber den falschen Ort habe ich gefunden. Total bekloppt. Ich kann euch nachher mal ein Beispiel zeigen. In der Mangelung von Mitteln. Ich soll nur das Ziel töten, das sollte relativ schnell gehen. Wenn das nur so eine Sachen sind, dann ist das relativ easy. It's the Handy. The Handy, ja. 1,5 dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das sind, glaube ich, Pariser Geschichten fast interessanter. Händlersteuer, große dunkle Fremde. Ah! Hier gibt's Rüstung. So, sind die mysteriösen Mordfälle. Ich bin am falschen Ort. Brückenräuber. Mhm. Dafür gibt es ganze 500. Ah ja, richtig, das sind diese Dinger. Die wollte ich mir auch nochmal angucken. Aber ich überlege gerade, ob wir da schneller sind, wenn ich mich hin teleportiere. Ach du Hilfe, wir sind das ausgewählt. Sieht das gerade einer? Es war in die Richtung hier. Wir laufen doch drauf zu. Mittlerweile kann ich ein bisschen laufen. Ich habe mir das System mal ein bisschen angeeignet. Das war noch so ein Vorteil davon, dass ich so viel von der Zeit hierin investiert habe. Offplay. Jetzt weiß ich nämlich überwiegend, wie ich Arno steuern kann. Das ging mir selber auf den Wecker, dass ich die ganze Zeit nur am Fluchen war, weil nichts geklappt hat. Aber es sollte jetzt besser gehen. Das Kämpfen geht jetzt auch besser, weil wir eine viel zu krasse Waffe haben für den Punkt, wo wir gerade in der Story sind. Und ich habe vor, eine noch viel krassere zu holen. Dafür brauche ich nur noch ein bisschen Geld. Und da ich nichts mehr machen kann, ohne weiter im Let's Play zu machen, nehme ich jetzt einfach weiter auf. Sonst würde ich jetzt einfach noch weiter Geld für die Waffe fahren. Danach werden wir nie wieder Geld brauchen, es sei denn halt, um mir noch die restlichen Ausrüstungen zu holen, die ich gar nicht haben will.
Und das ist gut so. Dann können wir uns nämlich einfach auf das Spiel konzentrieren. Ich bin meine Frage. Boah, es hat fast gereicht, aber. Mit deinen teuren Kleidern und der gestellten Sprache. Du bist wirklich ein Royalist. Habt ihr was gegen gestellte Sprache? Offensichtlich habt ihr das. Da seid ihr hier auf dem falschen Kanal, mein Freund. Assi-Punkte. Danke sehr dafür. Oh, warte, hast du noch irgendwas dabei, was ich gebrauchen kann? Wie ihr seht, 15 von 45 Massenereignissen. Ich glaube, als wir das letzte Mal uns gesehen haben, waren die bei 35. Das heißt, ich habe schon 35 gemacht, dann habe ich 40 gemacht und jetzt schon wieder 15 von den nächsten. Also, läuft. Hallo, es heißt, ihr habt erwischt für mich. Die Frage ist, wo? Ich habe keine Kontakte. Dies ist eine Lüge. McDonald's macht gerade ein Gewinnspiel mit Medion. Gewinn eine PS5? Oder PlayStation Plus für ein Jahr umsonst. Eventuell auch einen Rabattcode. Wenn ich den gewinne, habe ich dann wieder PlayStation Plus. Ansonsten lasse ich das noch eine Weile. Jetzt komm mal da rein, Arnie. Durch Fenster kommen ist immer noch so eine Sache. Die vier Hauptmänner eliminieren, die an den Brücken der Ile de la Cité einen Brückenzoll verlangen. Find ich gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Tipps über dem Mist stehen. Eine Räuberbande nötigt den einfachen Bürger einen Zoll für das Überqueren von Brücken ab. Schaltet ihre Hauptmänner an jeder Brücke aus. Der Rat. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das auch noch mein Einkommen steigern wird, wenn ich diese Dinger mache. Ich hoffe so ein bisschen. Weil noch mehr Einkommen pro Stunde, oh ja, bitte doch. Okay, der ist 200 Meter in die Richtung. Wir sind auch in einem Gebiet, wo keine Scharfschützen auf dem Dach stehen. Deswegen mache ich den ganzen Kram ja am Anfang des Spiels, weil ich habe keine Ahnung, ob Paris später ein bisschen gefährlicher wird. Ich befürchte aber, dass ja. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass die Wachen eigentlich so hinterherklettern wie in anderen Spielen. Klar, soweit. Hier sind jetzt einfache Gegner, deswegen gehe ich da so mit Butter durch, wie durch Butter. Wenn es jetzt wieder mehr werden, hätte ich ein Problem. Wie zum Beispiel hier. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich die Leute ausschalte. Ah, jetzt ist da nur noch einer übrig, okay. Ich korrigiere, niemand mehr übrig. Es war jetzt eine Gruppe an 5 Leuten. Gut, mir haben auch 4 Leute geholfen. Aber theoretisch sind die nicht so gut wie ich, also zählen die nicht. Ah, Munition, sehr schön. Ich hab noch Platz für Munition, das ist gut. Ich habe zwar noch keine Pistole, die ich benutzen kann. Doch, ich habe eine Pistole, die ich benutzen kann, aber ich kann sie noch nicht benutzen. Dann werden wir mal den Brückenzoll zurückschrauben ein wenig. Wie geht's dir, Freund? Wo ist dein Geld? Wir kontrollieren alle Brücken. Du hast keine Wahl. Oh. Ja, Mist. Okay, wer von euch ist der Hauptmann? Sag mal. Teufel! Los, weg hier! Ihm müssen schon die Kräfte stehen. Du bist ein Witz, du. Bin ich das? Du bist tot. Okay, das da. Aua, darauf wollte ich mich gerade nicht einlassen. Mist. Wen schütze ich hier eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Der Hauptmann scheint weg zu sein, richtig? Richtig. Okay, sind die anderen irgendwie näher? Seigneur, mais c'est un cadavre. Garde ici, à l'aide! Alert!
Je crois que je me passerai de déjeuner. Ah, die Perücke da hinten ist die Neste. Dann nehme ich am besten die Perücke ab, bevor ich auf die andere Seite renne. Hey du! Bonjour, würdest du... Hey! Das gehört dir nicht! Haltet ihn fest! Er ist ein Dieb! Das hat er mir gestohlen! Weißt du, manchmal vermisse ich echt meine Wurfmesser. Komm zurück! Aber sofort! Du kannst der Dame noch nicht einfach ihr Brochet klauen. Idiot. Un client est toujours le bienvenu. Non. Aujourd'hui, bin ich beschäftigt mit Rennen zur Brücke. Hallo. Ist dir gut, Bürger? Wie geht es dir? Guck mal, da vorne sind wieder zwei Prolos. Ja. Was ich kann. Casual Gewalt. Ich brauche eine zweite Klinge. Und Schlossknacken 3. Und meine Schusswaffen. Ich sollte mit der Hauptstory weitermachen. Was mache ich hier noch gleich? Ah ja. Dinge. Okay, gehen wir diesmal mal ein bisschen schlauer voran. Wow, 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 Leute. Bin ich froh, dass das hier nur ein Sterne-Klöppel sind. Sonst wird das alles eine Nummer schwerer. Alles in Ordnung. Etwas scheint gut. Ihr seid mir weitaus sympathischer als diese ganzen komischen, wie nennen sie sich, Wachen. Die hätten mich jetzt schon wieder angegriffen. Was, er war Teil deiner Familie? Ich glaube nicht. Bringt eure Familie in Sicherheit. Ein Irrer ist unterwegs und er hat ein Messer. Die Medizin ist voll, ich weiß. Warte, dagegen kann ich was machen. Ich kann mittlerweile 14 Medizin tragen. Komme! Ich hab nichts gegen uns. Keine Sorge. Finde ich gut. Weißt du, wo ich wohne? Nein, ne? Was soll das alles? Ich brauch Medizin und Munition und alles andere auch. Komm her, du! Brauchst du mal eine Abreibung? Ich bin genau hier, Sonnenschein. Lass mich mal durch, Mädels und Jungs und wer auch sonst noch hier alles ist. Der gerade wütend aufgestampft. Ihr habt keinen Ärger mit mir, mein Freund. Tod. Das ist alles. Ich bin wirklich very sorry, aber ich habe gerade gesehen, dass ich noch Munition tragen kann. Also muss ich euch alle ausnehmen, um Munition zu finden. Jemand verletzt? Ja, naja. Kommt drauf an, sind das jemand oder eher nicht so? Ihr müsst euch beruhigen. Ihr darfst hier mit Royalist. Ja, was für Royalist? Die letzte Brücke da vorne. Wenigstens haben diese Missionen ein bisschen mehr Story im Vergleich zu dem Rest. Ne? Dieses Renne jemanden hinterher und steche ihn ab, das mache ich wirklich offscreen. Das bringt es irgendwie nicht immer einer Person. Der jetzt. Ich meine, das ist hier das Gleiche, ja. Aber hier haben wir wenigstens das Gefühl, wir tun was dabei. Das ist schon ein Unterschied. Okay, er ist da hinten. Was ist denn, Leute? So, waren das 200 Nadenstöße oder? Ah, ne, dich habe ich nicht erwischt. Hauptsache, es fällt niemandem auf.
Ja, ja, ich weiß, er ist da hinten um die Ecke. Aber wir sind hier im Sperrgebiet, der hat mich sowieso schon, also die haben mich gesehen, also musste ich. Verstehst du? Das Phantom ist unterwegs. Ach, er ist im Innern. Hallo, Monsieur. Au revoir, Monsieur. Gebiet verlassen? Ja, ja, ich bin gleich weg, meine Herren. Ich muss nur noch gucken. Etwas Bier? 5 Livre und Medizin ist voll. Va bene. Ja, très bien. So rum. Bringe sämtliche Sprachen durcheinander, die du sprichst. Was wohl das letzte sein wird. Hey, Belohnung. Wuhu. Finde ich gut, dass ich mal wieder Belohnung für irgendwas kriege. Ey, diese Kokarden einsammeln, ihr wisst gar nicht, wie frustrierend das sein kann. Also erstmal davon abgesehen, dass die einem nicht alle auf der Karte angezeigt werden, es sei denn, man kauft diesen Kram. Du hast einfach das Gefühl, du wirst nie fertig. Hey du, ich hab gehört, du interessierst dich. Weil du einfach nicht siehst, was du schon hast. So lange bist du halt kurz vor fast fertig bist und weißt, in diesem Bezirk ist nur noch irgendwo eine versteckt und eine Kreuzung quer durch den ganzen Bezirk rennst. Das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, ich habe mich dann hier hin teleportiert und habe dann gesagt, okay, jetzt renne ich zu dem Händler und von dem Händler renne ich zu der Truhe, von der Truhe renne ich zu der Truhe, von der Truhe zu der Truhe, von der Truhe bis hierhin und da, kreuz und quer, bis ich irgendwann mal diese Kokarden in so einem Ding gefunden habe. Aber jetzt fehlt nur noch eine. Marats Mitteilung. Den Brief stehlen, der eine gewalttätige Bande vor der Justiz schützt. Aber gerne doch. Ich kann gewalttätige Leute nicht ab. Tötet sie! Ich mal gucken, ob mein Schmuckstück wieder da ist. Meine Busenfreundin, so habe ich sie ja genannt. Hat jeden Tag einen anderen Kopf, aber der Rest stimmt. Wirklich primitiv gemacht. Ah ja, abrollen brauche ich auch unbedingt. Oh, wenn ich mich abrollen kann, herrlich. Ich meine, mittlerweile komme ich hier runter, ohne mich dabei zu töten, aber abrollen wäre schon eine schöne Sache. Ich meine, ich komme auch schnell runter, ohne mich dabei zu töten. Okay, den Dieb renne ich jetzt nicht hinterher, das müsste ich genau in die andere Richtung wieder. Guck mal, da ist sie wieder. Mit ihrem seltsamen Outfit. Das sieht, guck mal, ey, das fällt ihr doch schon fast komplett von der Haut. Das reißt schon, so viel ist da. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Clipping-Fehler, aber die steht immer hier. Schlag mich bitte nicht, ja? Ich kann nichts dafür, dass du durch deine Kleidung platzt. Da gibst lieber deiner Mutter dich Schuld. Oder deinem Vater. Frag mich nicht, von wem du die Gene hast. Oder hast du das nachmachen lassen? Ich glaube nicht. Nicht zu der Zeit. Ja, was sollten wir machen? Ein Brief stehlen. Richtig, richtig. Hallo, die Herren. Hallo, der Herr. Lala. Ich find's echt kacke, dass ich immer noch nicht... Ich muss mit dir reden! Musst du das? Das hat keiner gesehen. Sind die Wachen jetzt weg? Okay. Hi. Ah nein, da sind noch Wachen. Sorry. Ich wollte eigentlich nicht die Wachen angreifen, weil die waren gerade so für mich. Hat mich noch wer gesehen oder wollt ihr alle überleben? Weißt du, du könntest einfach weglaufen und sagen, ja, das war Selbstverteidigung, aber nein, du musst ja angreifen. So, jetzt muss ich gucken, ob einer von euch den Brief hat, den ich eigentlich stehlen soll. Vermutlich habe ich jetzt aber auch schon einfach die Bande ausgeschaltet, von der ich den Brief holen sollte. Wer schießt denn da schon wieder? Das ist bestimmt der Räuber, den ich da hinten umhauen sollte. Okay, jetzt aber.
Aha, ich kann noch stillen. Ich höre doch keine Hallo. Geräusche. Geh mal kurz weg. Ich muss dem da hinterher. Lass los! Ich schlag dir den Schädel ein! Bist du der hier gerade wegrennt? Ja, bist du. Ich wollte dich eigentlich nur rammen. Aber jetzt lässt du mir offenbar keine andere Wahl, denn ich darf nicht Faust kämpfen. Ist hier noch jemand wach? Leg doch mal den Säbel weg, Junge. Okay, die Schleichmission hat überhaupt nicht funktioniert. Daran muss ich als nächstes arbeiten. Aber gut, es war auch mitten am Tag und ich habe schon alle aufgescheucht. Von daher, wenn er schon anfängt, vor mir wegzurennen, was soll ich mir doch die Mühe geben, ihm hinterher zu schleichen? Verstehst. So, aber irgendwas war doch hier eben noch, was ich haben wollte. Sicher ist sicher. Wofür gibt es denn die Trophäe? Hallo? Zeig es mir. Sofort. Oder auch nicht. Kommst du bitte aus dem Kackihäuschen raus? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Steuerung mittlerweile perfekt verinnerlicht habe. Aber überwiegend. Runter. Das hier wollte ich abben. Gibt 100 Punkte. Wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich gleich den Zivilisten beschützen. Gibt nochmal 150 Punkte, was? Oh, ich habe gerade einen Multiplikator. Woher habe ich den denn? Ist egal, den nehme ich. Merci. Oh, oui, merci beaucoup, merci. Ja, ja, Derrien. Verurteilt mich noch bitte nicht, wenn ich jetzt diese Leute ausnehme. Dankeschön. Okay, das hat soweit geklubbt. Ja, was war denn das für eine Lache? Keine Ahnung, ich fand's so lustig. Okay, was machen wir als nächstes, wenn wir schon mal hier sind? Verschiedenes. Verschiedenes ist mal gut. Artefakte, ja, vergiss es. Hier fehlt, wie gesagt, eins. Garden, hier fehlt eine. Sync-Punkte. Ah. Waffen von Notre Dame. Auto da Fe. Ja, die Nostradamus-Rätsel. Leichte Politik. Große, dunkle, fremde Pariser Geschichten. Sollen sie Heu fressen, Gesellschaftsclub-Mission. Verfolge mal die. Aber ich gehe vorher nochmals zurück nach Hause, um zu gucken, ob das irgendwas gedreht hat an meinen Einnahmen. Ah, wie werde ich denn die erste Folge nach dem Rebirth nennen? Das vollendete Phantom? Ne, ist es ja noch nicht. Die Rache des Phantoms, das klingt doch auch nach was. Wobei das zu schwermütig ist für den Ton, den ich gerade anschlage. Das Phantom schlägt zurück. Das wird's sein. Klingt wahrscheinlich auch so ein bisschen nach autoritären, wir vernichten euch, aber naja, ist es ja auch.